werden. Und jetzt haben wir es schon soweit. Die Knifefront kann starten. Wir freuen uns drauf. Und wünschen beiden Teams good knife. Wir fliegen mal wieder nach oben in die Totale. Oh. Und scheinbar. Okay, also Nerf wird erstmal wiederholt. Und der liebe Fabian ist ja heute zum zweiten Mal mit dabei. Mhm. Zum Casten. Dass es auch genauso viel Spaß machen wird wie beim ersten Mal. Und jetzt sind wir aber auch schon in der Knife-Runde drin. Ziemlich gleich auf sind jetzt in dem 2-on-2. Aber es sieht so aus, als würde endlich die Knife-Runde für sich entscheiden. Oh. Aber Rome, der macht es nochmal spannend. Beide angehittet, hat ein bisschen den HP-Vorteil auf seiner Seite, kommt rein und Rome macht das Ding. Knife-Front geht an Transact Esports. Und die dürfen sich entscheiden, wo man startet. Wir sehen den Stay Call. Das heißt, die Seiten werden so bleiben, wie sie gerade sind. Ich bin auch ziemlich interessiert dran, ob dieses neue Update von Valve, also das neue Sound Update, eventuell ein bisschen Einfluss hier drauf haben soll. Es soll ja das Surround Sound etwas verbessert worden sein. Der jetzt auch quasi neu für die Spieler hier. Mal gucken, ob das vielleicht große Unterschiede macht oder ob das eher so ein Minor-Ding ist. Aber das werden wir auch eher nur in den Clutch-Situationen erleben. Richtig. Erste Runde kann starten. Transact dreimal Kevlar, ein Diffuse-Kit. N-Tech ebenfalls dreimal Kevlar, eine Tech 9 und einmal Granaten. Und die Tech 9, die steht auf Main ohne Kevlar. Das vielleicht nicht der ein fehlerhafter Call war, werden wir sehen. Wir sehen die Smoke geht auf B und Retz ist da, hat die Info gesehen. Muss ich jetzt hier zurückziehen auf die Seite, ansonsten wird er einfach umgepusht. Und N-Tech pusht hier einfach raus. Wir sehen, die CTs stehlen sich sehr defensiv zurück. Sie gehen auf den Retake und das klappt sogar. N-Tech muss ja ziemlich close da stehen, aber er hat sich gezeigt und hat davor auch die Schelle kassiert. Jetzt sind es nur noch 2 gegen 5 in der Situation. Die CTs kommen jetzt langsam raus. Können das aber noch ein bisschen aufhalten. Main muss jetzt leider reloaden. Steht aber immer noch da. Wird dann von Sherrigan geholt. 1 gegen 3. Hier muss alles machen. Kann es aber leider nicht halten. Somit geht die erste Runde an Transact. Ja, mir sich hier ziemlich früh zurückgezogen Richtung Kitchen wieder, dass man hier zusammen mit der geballten Feuerkraft der Pistolen auf die Seite drauf gehen kann, einen Retake spielen kann. Und das hat, wie man hier gesehen haben, ziemlich gut funktioniert. Also 1-0. Und N-Tech kann immerhin auf vielgelegte Bombe zurückgreifen. Das heißt, nächste Runde kann man eventuell voll kaufen. Hier noch die MPs in der Überzahl, sie haben 2 in der M4 geholt, können sie sich aber auch erlauben. Sehen jetzt von N-Tech wahrscheinlich einen schnellen Argo mit ein paar Smokes. Aber erstmal abwarten. Wird auf jeden Fall eine Explosion aus Palace raus. Da kommt die Nade von Rome, kann auch Schaden gegen Chemo anrichten. Also langsam pushen sie hier raus. Main ist schon an Tetris raus. Jetzt pushen sie einfach runter. Aber die M4 und die MP, die regeln einfach. Rain kommt jetzt hier von Treppen, schafft er nicht ganz. 2 gegen 5 und sie schaffen es einfach nicht, gegen die Rifles und gegen die MPs hier anzustinken auf der A-Side. Und somit zweite Runde ebenfalls erfolgreich. Ein Transact. Bisher nur 2 Spieler verloren. Das heißt, man muss nicht groß nachkaufen. Man kann jetzt vielleicht gegen die AKs mit den M4s und AWP ein bisschen größeres Zeichen setzen. Handy Plan ist ja auch Gebrauch, machen jetzt aber einen Fake. Auf A, Main kann auch den ersten holen. Auf A, Transact jetzt schon am Rotieren. Geht jetzt in der gleichen Zahl drüber, aber N-Tech nutzt ihre Chance gerade nicht. Sie wissen nicht, dass die auf B, dass die komplette CT-Sammlung auf B ist. Sie hätten einfach drauf fahren können. Aber noch ist alles offen. 4 gegen 4. Und die Bombe im B-Haus. N-Tech hat ja früher den ersten Spieler verloren. Der Trade kam zwar rein, also 1 gegen 1 Trade, 4 gegen 4.
und macht das Ganze jetzt ein bisschen langsamer im Aufbau. CTs haben noch ein paar Granaten, ein paar Smokes, um hier ein bisschen was, ein bisschen Zeit reinzuholen. Und Entek scheint hier Richtung B zu gehen. Und da muss Retz wieder das Ganze alleine halten. Guckt nach oben, hat jetzt die Info gesehen. Molotov noch in der Hand. Wartet noch, bis die Smoke weggeht, um dann ein bisschen Schaden zu machen. Erstmal die Flashbang rein. Das Ganze abzuklären, um mal reinzuschauen. Ob das also auch ganz vorsichtig. Er versucht zwar alles noch mögliche, um die aufzuhalten. Kommt jetzt auch noch Connector. Aber kann auch nichts mehr machen. B ist jetzt komplett offen und die AWP holt den Chemo nochmal weg. Steht jetzt ganz durch die Smoke nochmal ein. Steht jetzt ganz alleine gegen zwei noch. Und Rome versucht jetzt auch von B aus hinzukommen. Die Bombe liegt. Und jetzt Afterplan-Situation. Romes Runde könnte das werden. Kommt jetzt ganz vorsichtig von hinten angeschlichen und macht es auch. Bei gegen ein. Ob Entek die Runde für sich holen kann. Liegt jetzt alles in Silent Händen. Kann eventuell den Fumas holen. Ja, die AWP ist raus. Jetzt nur noch 1 gegen 1 Situation. CT ist drauf, der Defuse und Seil muss da aufpassen. Der Defuse einfach durch. Er guckt nicht. Und Transact kann ihr easy die Bombe defusen. 3:0 und damit hätte Entek nicht gerechnet. Da hat sein Entek einfach nicht mit, hat einfach nicht dran gedacht. So, hey, vielleicht defuse der einfach durch. Prostone Fake. Aber die Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen. Wir wissen jetzt schon mal, Rome, ja zu sagen, Pfleger hat Balls of Steel, aber Entek jetzt auch durch den Plant nochmal reingeforst. Haben jetzt nicht das beste Equipment, konnten aber gut Schaden bei Transact machen und spielen jetzt auch mal so ungefähr dasselbe. Haben wir zwar auf A jetzt nicht die Männer drauf, aber warten, vielleicht pushen sie ja rein. Immer noch retentierend und bei Transact sieht es sehr gut aus. Momentan mit 3 Runden in Führung. Gehen jetzt fast alle 5 vor B und Odi macht da vielleicht einen Anfang. Aber wir sehen auch Retz, der ist schon close in Apps. Der steht schon am Sofa, könnte somit mit der Farmers einfach mal rumziehen. Dann richtig viel Schaden machen und da muss Entek aufpassen. Denn die gehen so ganz langsam nach vorne und Retz hält die Engel. Er hält die Ecke ab, hört die Smokes, dreht sich um mit den ersten, aber Odi mit dem Frag. Und jetzt muss es schnell gehen, auf die B-Side. Sherrigan ist noch da, Smokes gehen wunderbar auf, springen die runter aus dem Fenster und Sherrigan schafft es nicht im Spray. Wird hier in der Smoke geholt. Und Transact in der prekären Lage, 3 gegen 5, wir sehen, man geht instant zurück Richtung CT, will die AWP safen und will hier nicht noch mehr Waffen verlieren. Sehr schöner B-Take hier von Entek. Einfach hoch die ersten zwei geholt in Apps und auf kurz. Und dann hat Transact einfach schon keine Lust mehr hier den Retake zu spielen. Auch geldtechnisch ja, sieht es nicht so wirklich gut aus bei den CTs. Wir schauen mal kurz aufs Scoreboard. Wir sehen maximal 350 und von daher durchaus. Rome holt auch nochmal einen raus. Aber wie ich ja schon sagte, CTs haben ziemlich viel einstecken müssen, haben jetzt mal einen kleinen Lead, aber überhaupt kein Geld. Der Safe ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Hauptsache, sie haben die AWP noch. Aber Entek kann jetzt so langsam aufholen. Sie haben 4 Waffen durchgebracht und das brauchen sie auch. Aber wir sehen jetzt auch, dass bei Entek ein bisschen mehr da ist. Also, aber Transact hat immer noch Fuma. Bis die AWP jetzt so taktisch klug hinmachen. Und wir sehen jetzt auch von Entek den A-Execute. Geht direkt raus der Chemo. Die Smoke sitzen auch alle. Und da ist noch der First Rank gegen Rome. Jetzt nur noch Ron ganz alleine. Kann jetzt aber auch nicht mehr halten. Fuma setzt zwar noch einen und den zweiten auf A. Durch die Smoke den dritten. Und Sharingan, holt Chemo. 1 gegen 3 Aschoff. Seine Runde eventuell. Wer weiß, die Bombe ist down. Haben sich also immer schon mal gut aufgestellt. Die Jungs von Transact. Und Aschoff jetzt ganz vorsichtig, scannt nochmal alles so gut wie möglich ab. Er hat Zeit, er kann sich Zeit lassen. Eine Molotow hat er auch noch übrig. Und er hat noch den Kontakt gegen Sharingan. Kann ihn aber nicht setzen und er holt ihn mit der 5-7 weg. Somit geht die 5. Runde an Transact und sie haben wieder den Lead. Aber Entek könnte forcen, wenn sie wollen. Und das tun sie auch. Sechste Runde, 3 Runden Führung für Transact und Entek geht nochmal in die Bank und hat ein bisschen Geld noch gespart. Durch Bombplans, durch den Gewinn der Runde, versucht es jetzt wieder aufgeteilt, Richtung B, Richtung Underground, Richtung A. Die CTs
schauen mal offensiv in Palace rein. Die Nine erstmal das Underground in die Mitte durchgeht. Sprayen hier in die selbstgelegten Smokes rein. Ja, bislang noch keine Infos für beide Teams. Mitte close. Silent hört die Steps auf kurz. Guckt nicht nach oben, muss aufpassen. Und Sherrick in dem ersten. Fuhrmann in der Mitte holt den zweiten auch noch. Das ist direkt der Doppel-Entry für Transact. Und Entek muss jetzt schauen. Was macht man? Smoke geht weg. Ron hat ebenfalls den Vorteil. Auch 2 gegen 5 Situation. Entech sollte eventuell in Erwägung ziehen, die Waffe irgendwie durchbringen zu können. Das ist aber fast nicht möglich gegen 5 Leute. Besonders da sich Transact erlauben kann, eventuell die Leute zu jagen. Gehen jetzt auch ganz vorsichtig auf B rauf. Jetzt kann das vielleicht Rez halten. Es steht er in einer ziemlich guten Position, um jetzt nicht vorzeitig entdeckt zu werden. Wenn er da stehen bleibt, müsste er das eigentlich halten können. Und Main jetzt noch eine Flash, Rez nicht Full Flash, holt auch den ersten raus, jetzt Main ganz alleine gegen Transact komplett mit seiner AWP. Kriegt nochmal den Spray down durch die Smoke und hat Lower Bill. Ja, er muss jetzt schauen, dass er irgendwie diese AWP safe mit sich, wir müssen aber auffallen, wir haben schon gepusht, da ist Ronda, der ist schon durchgegangen, zieht ihn, guckt nach links, ganz easy. Frag für ihn hier, 5:1, 4 Runden Führung und Transact kann sich jetzt so einen kleinen Vorteil, den sie haben, noch weiter ausbauen. Denn Entek ist jetzt in der Eco-Round maximal 2000 Leute. Das reicht nicht, um hier eine Bay auf die Beine zu stellen. Deswegen geht's auf Pistolen. Und wir sehen den Split. 3 auf A, 2 auf B. Entek ist auch ganz gute Arbeit dabei, sich ein Geldpolsterchen aufzubauen. Spielen das momentan sehr sauber runter. Sollten jetzt auch versuchen, mit dem Splitter irgendwas auf B machen zu können. Vielleicht sie zum Rotieren zu bewegen, damit die Bombe wenigstens down ist. Sie brauchen das Geld. Aber momentan sehr vorsichtig auf B. Aschoff im Underground hat jetzt Connect mit Rome. Aber kann da natürlich mit der Glock überhaupt nichts anstellen gegen eine AK. Transact hält es weiterhin sehr defensiv, holen sich die ersten beiden Picks im Underground und auf A und Rez mit der AK guckt nochmal in Apps rein. Hat ihn jetzt gesehen, von hinten pusht schon Sherrigan durch, von daher sieht er jetzt auch, Apps ist komplett frei und auf A geht's drauf, aber da hat Ron den größeren, den längeren Lauf und somit liegt es jetzt nur noch an Main, der hier ebenfalls fällt mit der Glocke in der Hand. Keine Chance für Entek in dieser Runde in der Pistol Eco Round. Aber jetzt haben wir wieder genug Geld, um hier in die Byron reinzugehen. Wir sehen AKs, Kevlar, Granaten. Und wir sind mal gespannt, was Entek jetzt in dieser Runde anstellt, um hier diesen Vorsprung von Transact wieder so ein bisschen zu minimieren. Wir dürfen diese Runde jetzt auf jeden Fall nicht abgeben, sonst geht's wieder in die Eco-Runde. Den Plant hätten sie vielleicht gut gebrauchen können, aber haben sie jetzt nicht. So, versuchen jetzt Mitte-Kontrolle aufzubauen von Entek. Das ist jetzt auch vielleicht mal eine gute Entscheidung. Window wird abgesmoked, sitzt auch jetzt ganz ruhig. Underground pusht jetzt auch langsam weiter nach vorne, ist full flashed. Aber Transact steht sehr solide, sehr def, lässt sich nicht in den offenen Kampf verwickeln. Aber Aschoff sieht Ron durch die Smoke Gap und kann auch den ersten setzen. Somit Überzahlsituation für Entek. Aber die Jungs lassen sich nicht beirren. Von Palace Rome pusht jetzt etwas durch, kann jetzt Informationen sammeln, dass nichts auf A ist, nichts davor steht, dass sie nur Mitte und B sind. Die Jungs von Entech pushen da jetzt auch nichts ahnend durch, während sie da eventuell eine kleine Falle laufen könnten, wenn Rome da jetzt ein bisschen schneller macht. Bombe steht jetzt auch ganz weit vorne, aber Fuma ist bereit mit der AWP. Ich spiele mit 3 Mann auf B. Smokes und Flashes kommen rein, Rez ist unten close am Van, kommt rum, holt den ersten Bomber, ist down, den zweiten auch noch gesehen, Rez macht das gut, Doppelspoiler, den dritten Flash auch noch, muss aufbinden in den Rister, aber da sitzt auch der Kill. Und wir haben 2 gegen 2, Bombe auf der Seite drauf, aber die CT sind schon da und Simo muss es richten im 1 gegen 1. Weiß nicht, wo Rome steht und er kommt einfach vor links mit dem AK-Headshot, nächste Runde für Transact Esports und somit jetzt 6 Runden Führung. Und Entek muss aufpassen. Noch ist die Halbzeitführung drin. 7:1. Aber wir sehen, es geht in die Pistol Eco Round. Wir haben zweimal Kevlar, 2 Flashes, eine Smoke.
vielleicht genug, um mir die Runde zu holen? Letztes Mal ja weniger. Wird dir jetzt auch schon ein paar Diegelschellen verteilt, aber nur etwas runtergeschossen. Moment. Das ist viel zu offen gespielt aus für Ente. Ich habe jetzt auch Mitte. Viel zu offen. Ah, 5 gegen 3. Wird sehr schnelle Runde für Entech. Perfekt. Muss ich das wieder machen. Können jetzt aber trotzdem eine Waffe ergattern. Silent. Jetzt in der Position, um eventuell was Gutes rausholen. Aber Fuma refragt ihn auch. Und es steht 1 gegen 4. Odi gegen den Rest von Transact. Mit der Bombe. Es wäre jetzt sehr vorteilhaft, wenn er eventuell den Frag setzen könnte. Und auf Adi Bombe legt. Er sieht ihn auch durch die Smoke und kann sich nicht im 4 ergattern. Er hat die Chance, die Bombe zu legen und eventuell wieder ein bisschen Geld für sein Team rauszuholen. Und jetzt 1 gegen 3. Ganz unmöglich ist jetzt doch nichts mehr. Sieht ganz positiv aufs Spot aus. Aber wird von Fuma geholt. Aber der Plant ist da. Plus der Loser-Bonus. Wir können ordentlich einkaufen. 8-1 für Transact. Und somit Sicherung der Führung in der ersten Hälfte. Transact also Safe Call in der Führung. Und Entech muss jetzt so ein bisschen auf Schadensbegrenzung gehen. Denn 8-1 ist schon eine unglaublich hohe Hausnummer. Ich denke, klar, ein Comeback kann auch gestartet werden. Das ist nicht die Frage. Aber Entech, die müssen jetzt langsam mal die Runden holen. Ansonsten wird es hier vielleicht sehr, sehr kritisch. Und Transact kann sich vielleicht auch ein bisschen zu weit absetzen. Aber die spielen das hier wunderbar aus. Fuma ist da in der Mitte, holt den Headshot gegen Main. Somit direkt der Vorteil wieder für Transact. Und Rom, sie geht wieder auf das aggressive Play mit der AK. Sprayt hier, schafft er nicht ganz, muss da ein bisschen aufpassen. Ein Arschhoff, der peekt und weiß nicht, dass da zwei sind. Kommt nach unten runter und Rom ist ganz, ganz sneaky. Kommt hier unten durch, guckt nach oben und holt ihn von der Seite. Was heilt denn mit dem Refrag auf A? Wir haben trotzdem die Überzahlsituation. Transact. Es sieht auch wieder so aus, als können Entech das sehr schwer für sich gemacht zu haben. 1 gegen 4. Odi jetzt ganz alleine da mit der Arbe. Und sie müssen sich langsam mal was einfallen lassen. Spielen viel zu verteilt. Und den AWP-Schuss kann er jetzt auch nicht setzen. Ich glaube, ein bisschen unkonzentriert sind die Jungs auch. Und läuft jetzt auch mit dem Knife in Rom rein. 9-1 für Transact. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Sie haben ein übelst gutes Lead aufgebaut und haben auch Geld, um so gut wie möglich alles einzukaufen. Wobei es bei Entech ganz anders aussieht. Aber sie kaufen. Kaufen AKs und die Arme. Ja, sie wissen, sie müssen die Runden holen. Deswegen geht's halt jetzt in den Forst rein. Geht einfach schnell auf A. Ohne Smokes einfach rauf. Flashbang sitzen gut. Aber wir sehen, sie machen das Ganze jetzt sehr, sehr langsam. Warten drauf, dass hier Smokes aufgehen. Das ist jetzt natürlich Zeit, hier runter zu gehen, zu rotieren. Und wir sehen, die Rotation von Mitte ist schon da. Pushen jetzt hier raus. Smoke liegt, aber an Tetris kann man die als Hattich wirklich einnehmen. Komm jetzt hoch von oben. Baron ist da zu traden. Kommt da mal nach. 3 HP ist richtig low mit der AWP. Kann den nächsten Track nicht mehr machen. Überzahl für Entech und Fuma. Der lebt noch. Bringt hier durch die Box. Den nächsten Fuma Doppelkill. Immerhin Bombe gelegt, 1 gegen 3 und Reds macht das Ganze dann aus. 10-1 für Transact Esports und Entech. So langsam muss man wirklich schauen, dass man hier Runden auf sein Konto holt. Ansonsten wird es hier ganz, ganz schwer in der zweiten Halbzeit. So, wie wir jetzt versuchen, ein perfektes Spiel zu spielen. Jungs von Entech, sie haben wieder den Plant down gekriegt, können wieder kaufen. Schaffen es auch manchmal in der Afterplan-Situation zu kommen, aber können es dann nicht verwandeln. Ja, B-Aufbau. Lauf jetzt auch komplett straight durch die Smoke durch, aber die Mollo ist da, hält jetzt auch die Jungs von Entech komplett auf. Wollen es aber trotzdem weiter versuchen, oder? Oh, der Teamkill von Shebo. Das war jetzt nicht gelungen. Ja, und somit die untere Zahl direkt wieder ein bisschen größer. 5 gegen 3 jetzt und Reds ist schon oben close, Smoke gleich weg.
Und wir sehen die Pause von Intake. Sie merken, hier läuft was falsch. Es läuft nicht gut für uns. Und wir müssen hier dringend was ändern. Und Reds immer noch in die Apps. Guckt nochmal rum. Ganz sneaky. Aber der Frax ist der zweite nicht mehr. Simo ist da, um zu traden. 2 gegen 2. Möglichkeit ist da. Und Silent mit dem Doppelkill in der Mitte. Somit liegt es nur noch an Fuma, der hier schon auf B ist. Wir sehen, Intake rotiert wieder zurück Richtung T-Spawn. Und er muss die Runde jetzt entscheiden. Er hat ein Diffuse-Kit, er hat noch Full Life und Kevlar. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Sollte es auf jeden Fall auch versuchen, sie haben genug Geld. Er muss nicht unbedingt die AWP jetzt helfen. Okay, vielleicht um den Leuten da nicht das zu geben, die AWP, aber er kann es versuchen. Bombe, darauf A, Ufuma, aimt da noch ganz vorsichtig ab. Sieht ihn auch, die Bombe doch nicht geplantet. Wollte es ein bisschen offener haben. So, Fuma, jetzt 1 gegen 1 Situation rausgeholt. Silent muss jetzt die Bombe holen. Weiß aber, dass die Awe kurz steht. Er hat keine Zeit mehr. Springt jetzt durch und Fuma kann ihn trotzdem noch holen. Ärgerlich. Aber Fuma stand da sehr gut. Und die Pause ist drin. Hätten sie vielleicht jetzt auch mal früher callen müssen. Somit steht es 11 zu 1 für Transact. Ganze 10 Runden Führung und Intake. Was besprechen Sie jetzt? Was überlegen Sie sich, um hier die letzten verbleibenden Runden noch auf irgendwie auf Ihr Konto zu lotsen? Wir sehen auf dem Scoreboard bei Trainsec natürlich ganz oben Rome und Fuma, der mit der AWP richtig stark unterwegs ist. Ganz unten Ron mit nur 5 zu 8. Ist noch nicht so ganz warm im Spiel. Auf der anderen Seite ist Silent Top Trigger mit 8. Also das ist ebenfalls auch mal eine Hausnummer. Es läuft für Intake gerade nicht wirklich gut. Ja, anscheinend gibt es da auch wieder irgendwelche PC-Probleme bei Aschoff. Ist jetzt raus. Startet gerade anscheinend. Aber es sieht ganz so gar nicht aus für Intake. Man sieht, die Jungs von Transact haben ziemlich großes Selbstvertrauen, wenn Rome sich schon eine Autosniper holt. Aber er kann es ja machen, ne? Ich muss aber ehrlich gestehen, an der Stelle von Intake würde ich auch etwas planlos sein, da Transact einen ziemlich guten Job als CT macht. Den wurde nirgends zu offen, wenn sie es nicht müssen, pushen im richtigen Moment eventuell eine Seite. Und sonst halten sie es sehr stark, Def. Kuba ist definitiv verdient gerade Topfragger mit seinen 17 Kills. Und das scheint, als ob wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis hier der fünfte Mann von Intake wieder auf den Server kommt. Und im Chat gibt es noch keine Reaktion, wieso denn Aschorf hier gerade disconnected ist. Aber ich denke mal, dass Intake das hier auch schnell wieder weiterspielen will. Natürlich, sie müssen sich jetzt ein bisschen besprechen, das ist ganz klar. Man hat gesehen, man kommt nicht wirklich auf die Zeit drauf. Der Hold von Fuma auf A und der Hold von Reds und Rome auf B ist schon ziemlich stark. Und von daher hat man da kein leichtes Spiel mit. Aber mit Control schafft man ebenso wenig zu übernehmen. Denn da ist eben auch Fuma, der rotiert zwischen Mitte und zwischen A, hilft überall aus, wo er kann. Und da haben die Jungs von Intake gerade nicht so wirklich die Chance, sich zu entfalten. Aber vielleicht jetzt mit einer kleinen Taktikumstellung, dass man hier nochmal vielleicht das Ganze analysiert. Was ist falsch gelaufen in den letzten Runden? Wo hat's gehapert? Wo sind wir zuerst gestorben? Vielleicht mal ein paar spezielle Taktiken aus der Taktikkiste herauskramt. Also ich würde es endlich ziemlich empfehlen, einen semi-aggressiven Spielstil anzulegen, und damit meine ich einfach,
die Zetis dazu zu zwingen, alles rauszuhauen, was sie an Granaten haben, und dann eventuell einfach mit dem einfachen Execute draufzukommen. Weil wie ich schon sagte, das Fuma, der ist überall. Und was macht man gegen eine Ave? Man benutzt Flashes und Smokes. Das wäre jetzt vielleicht die beste Möglichkeit, aber ob man das auch so einfach umsetzen kann, das ist hier die Frage. Aber wir werden es ja nach der Pause sehen, was die Jungs sich da von Entech jetzt einfallen lassen. Anscheinend hat der für Aschoff einen kompletten PC-Restart vorzugt. Wird also noch ein bisschen in die Länge ziehen. Das Team von Entech ist wieder vollzählig. Also wieder vollzählig. Unpause ist gecallt. Es kann weitergehen. 11 zu 1, 10 Runden Lead für Transact Esports und Entech. Hoffentlich haben sie jetzt hier sich noch ein paar Taktiken überlegt. Und das geht erstmal standardmäßig Richtung B, Richtung Mitte, einer Richtung A abgestellt. Und sie schauen, ob sie hier schnell was mit den Scouts bewirken können. Smoke liegt gut, Granaten kommen hinterher, machen wenig bis gar keinen Schaden an Ruts. Wie er schon sagte, Entech sollte versuchen, die Leute zu zwingen, von Transact alles rauszuwerfen. Schöner Scout-Hit von Main im B-Haus auf B. Aber sie spielen sehr solide jetzt gerade, ein bisschen verteilt. Haben sie jetzt eigentlich die meisten Runden gemacht? So, und jetzt in der Brand muss etwas weiter rauslaufen. Liegt er jetzt in der ziemlich ungünstigen Position. Kann auch einen Scout hinsetzen, ist jetzt aber auch down und somit die Überteilsituation wieder im Vorteil für Transact. Geht auf A. Bro, mit seinem Autosniper ist da, aber endlich kann jetzt auch zwei wegholen. Scout ist on point, aber die AWP Fuma ist ja auch noch da im Connector. Können die Bombe jetzt aber down kriegen und jetzt 2 gegen 2 Situation. Und Fuma, 1, Fuma wieder in der Klassifikation 1 gegen 2 hat die AWP fast full life. Guckt doch über den Kopf gesehen. Aber Smog sich erstmal ab. Flashbang kommt rein, guckt in Connector, weiß nicht, wo der zweite Spieler steht. Ist jetzt onside, guckt mit der Bit of 50, macht Schaden, defused einfach durch und Silent, er schafft den Spray nicht. Fuma mit dem Ninja Defuse. Meine Herren. Starke Aktion und somit Transact nächste Runde auf dem Scoreboard. Irgendwie hat es mir gerade die Zunge verschluckt. Also das hätte jetzt eine Runde für Entech sein können. Ist dasselbe nochmal. Sharingan jetzt ein bisschen übermütig gewesen in der Mitte. Sie ist auch stark an Mittelkontrolle, haben sie jetzt auch gekriegt. Fuma muss zurückgehen. Dodi geht hier ebenfalls zu Schießmog durch. Guckt den, sieht ihn, Deadshot sitzt. Doppelvorteil für Entech Gaming. Vielleicht die Chance, die sie brauchen. Und John muss arg alleine halten. Wir finden angeschaut, und ist Richtung Electra Spray, aber der Shot trifft nicht. Er fällt ebenfalls. Und Fuma muss das Ganze wieder richten, schafft er nicht. 4 gegen einen Transact Esports in der Unterzahl und das riecht hier ganz stark nach der nächsten Runde für Entech Gaming. Reds kommt von hinten, ganz ganz leise, aimt erstmal ab, wartet, holt den Kill gegen Aschoff.
Er will's versuchen. Flecht sich einmal raus, guckt nach oben Richtung Stairs, Richtung CT, Granate hagelt rein, macht nicht viel Schaden. Flashbang ist jetzt komplett blind, muss aufpassen. CT steht und da ist der Headshot von Silent. Zweite Runde für Antec Gaming. Ja. Hat sich jetzt Money technisch bei Transact doch ein bisschen anders entwickelt. Dadurch, dass jetzt die letzte Runde ja komplett alle weg waren. Also es ist eine Gleichaufrunde vom Equipment her. Jetzt geht's wieder nur darum, wer hält besser und wer geht besser drauf. Fuma jetzt Mitte wie gewohnt, verschießt aber diesmal. Aber sie spielen dasselbe nochmal mit der Kontrolle. Was einmal funktioniert hat. The Roam in der Smoke im Connector. Hat eine perfekte Sicht auf Mitte. Hört jetzt auf Asch auf rein Step. Und kann ihn auch holen. Überteilsituation für Transact 5 gegen 3. Und Transact kann sich jetzt hier ein bisschen wieder zurücklehnen. Sie haben die Kontrolle. Sie wissen, dass sie hier in zweimal Vorteil sind. Da kann Rom einfach noch durchpushen. Erwischt ihn mit der Smoke in der Hand. Dann ist aber Main da, um zu traden. 2 gegen 4. Und Antec muss diese Runde eigentlich ebenfalls holen. Haben noch die AWP auf Main. Eine AK auf Odi. 50 Sekunden mitzuarbeiten. Und Odi auf das Messer geswitcht im T-Spawn. Und da bedankt sich Ron für 1 gegen 4. Main ist ganz alleine. Gehen auch jetzt langsam diese Informationen bzw. die Optionen aus. Wer weiß nicht, kommt der jetzt auch langsam durch? Brownet hat jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, steht total unter Zeitdruck, wirft nochmal seine Sahne und die Gegend läuft jetzt aber auch total unverhofft in Sharingan rein. Da Halbzeit. Ist es unter Zeitdruck. 13:2 für Transact Esports, das heißt 11 Runden Führung. Und Antec muss jetzt die Pistol Round in der zweiten Hälfte holen. Ansonsten sieht es hier ganz, ganz schlecht aus für die Jungs. Und wir schauen mal, was sie sich auf der City-Side für die Pistol Round ausgedacht haben. Transact kann jetzt auf jeden Fall jeden experimentellen Stoff spielen, den sie wollen. Sie haben die Runden. Sie können auch einfach draufgasen. Sie werden es auf jeden Fall Antec nicht ganz so leicht machen. Der Glock Train ist schon manchmal ziemlich schwer aufzuhalten. Sehen's aus, sie wollen Palace raus explodieren. Und haben auch nicht so viel Widerstand dann. Da kommen die Flashes rein und sie explodieren auch raus. Haben jetzt auch den Spot quasi eingenommen. Die Bombe kommt auch direkt. Wird geplantet und es ist Überzahlsituation. Oh, die kann nochmal nachlegen. Aber sie haben den Spot. Spot ist eingenommen, Afterplant-Positions sind da und Antec, die kommen jetzt hier aus dem CT, aus Jungle, aus Connector raus. 2 gegen 4. Zemo und Silent. Beide blind, kommen über Stairs, haben die USPs. Haben noch einen Molotow, um sich hier ein bisschen Platz zu verschaffen. Pushen jetzt hier rum, der Erste sitzt auch, der Zweite lässt auf sich warten, von hinten abgeschossen. Was denn da los? Zemos hat einmal wieder auf den Molotow rein, in seinen eigenen Molly. Und die Bombe kann nicht mehr defused werden. Und die Pistol Round, erste Runde geht an Transact Esports. Wunderbar die Side aufgehalten. Und Antec hatte da nicht die Chance, das Ganze zu holen. 14-2. Transact kann in die Byron gehen mit MPs und Antec geht auf Pistol Force Byron in der zweiten Runde. Ganz wenige Flashes. Man hat Kevlar, Deagles, 5-7s. Also ist auch einmal reingegangen, wird aber auch sofort aufgehalten. Haben jetzt aber die Information, dass sie auf A gehen wollen. Gehen auch direkt explosionsartig raus. Mage steht da jetzt ganz alleine oben im Palace. Kann aber auch nichts dran ändern an der Situation. Und die Deagle-Klicks sitzen einfach nicht. 5 gegen 3, die pushen einfach Reckless durch. Sie haben keinen Respekt mehr vor Antec. 2 gegen 4. Und Silent und Odi können hier eigentlich nichts mehr machen. Sie haben kein Defuse-Kit. Odi schon low auf 40 HP. Und Antec einfach nur draufgegast. Gehen so ein bisschen auf Exit-Fracks. Sie wollen hier nichts mehr riskieren, wollen sich die Pistolen und Kevlar für nächste Runde safen.
dass man vielleicht in dieser Runde noch ein bisschen was versuchen kann. Und Silent auf der Bombsite wird hier nochmal gedoppelt, gesandwiched. 15-2. Ganze 13 Matchpoints für Transact Esports. Jungs, bleibt auch nichts anderes übrig, als einfach mal die Scouts rauszuhauen. Ah, wer weiß. Vielleicht reisen sie ja was. Die Jungs von Transact ist auch eine ganz kleine Planung. Da holen sie auch direkt die Mittelkontrolle. Odi jetzt da ganz alleine und offen. Kann auch keinen Hit setzen, geschweige denn jemanden holen. Und die Jungs von Transact haben Überzahl und Mittelkontrolle. Das sieht ganz stark danach aus, als wenn das Transact macht. Aber Encheck kommt nochmal ran. Richtig, sie kommen nochmal ran, haben 3 gegen 3, haben 2 Scouts und eine AK und die Möglichkeit ist da. Aber Transact, die machen das jetzt ganz langsam Richtung B und da ist aktuell nur Zemo mit der Scout. Und da muss er aufpassen. Hört die Granate, hört die Steps und wir sehen, die Rotation ist direkt da. Von A wird komplett verschoben, sie schieben über Jungle, über City Spawn rein. Und die Flash hilft erstmal, dass Zemo nicht sieht. Aber jetzt vielleicht. Tech ist gesetzt, Gegner ist low und die CTs müssen aufpassen. Schaffen es nicht. 2 gegen 2. Beide relativ low HP. 60 und 16. Und Fuma klärt hier nochmal kurz. Bombe schon onside. Ron, die Smoke hilft ihm hier noch so ein bisschen. Kann defensiv gelegt werden für kurz. Fängt er mal kurz an, um die CTs hier noch rauszulocken. Und Fuma, der öffnet ab. Der aimt einfach nur ab. Wartet drauf. Aber der Shot sitzt erstmal bei Entek. 2 gegen 1. Fuma wieder in der Station. Guckt in die Smoke und da ist Aschhoff da. Mit dem Headshot in der Smoke. Und Entek überlebt weiter. 15-3. Da hat sich in dem Chaos von eben doch noch eine Chance, ein kleiner Lichtblick für Entek gebildet. Jetzt müssen sie aber ein perfektes Spiel machen. Die Jungs von Transact haben geplantet, können das aber sachte runterspielen jetzt mit einem leichten Techboy. Die Jungs von Entech müssen jetzt alles geben, um dann auch irgendwas zu machen. Perfektes Spiel. Hoffentlich sehen wir es. Und Silent muss da aufpassen. Underground schon durch. Smoke liegt noch, guckt Mitte oben, ist jetzt gespawnt, aber der Headshot, der sitzt einfach. Und Ron wartet drauf, dass Smog weggeht, muss jetzt eigentlich durchpushen, guckt rein und der Headshot, der sitzt ebenfalls. Straight Kill ist da, 4 gegen 4. Und Transact versucht es auf A, Facen, aber die AK ist auf die Long Distance. Und Main wow. Macht seinen Job da gut. 4 gegen 3, Vorteil für Entek, Bombe down, aber... Sherrigan, der kommt nochmal nach, reißt den Doppelkill und Aschhoff muss aufpassen auf A. Kein Problem, 2 gegen 2, alles drin und Transact haben schon richtig viel Schaden kassiert. 4 HP, 15 HP. Und Sherrigan hat immerhin die Bombe. 50 Sekunden, um damit zu arbeiten. Versucht es jetzt hier langsam Richtung A. Und Sherrigan immer noch am Leben. 30 Sekunden ist jetzt hier schon A-Rampe. Brücht hier ganz langsam durch, guckt Richtung CT, keinen gesehen. Und Aschhoff macht das gut, er steht defensiv. Er wartet drauf, dass die Bombe hier eventuell gelegt wird. 20 Sekunden. Und er darf Sherrigan hier nicht die Möglichkeit geben, das Ganze im 1:1 zu machen. Legt die Bombe, Aschhoff kommt runter, sieht ihn und holt den Frag. Entek weiterhin am Leben. 15-4. Bombe kann defused werden. Und er hat sogar noch Zeit, um hier zu warten, bis sich Odi ebenfalls eine AK aufnimmt. Die erste wirklich wichtige Runde für Entech. Die erste Waffenrunde. Damit gesagt. So, wir gehen dann auch direkt mal rein, mal gucken, wie das wird. Aber Entek dreht auf. Sie holen den First Track gegen Fuma,
der mit der AWP richtig stark unterwegs war. Vorteil jetzt hier 5 gegen 4. AWP nach hinten durchgeworfen. Erstmal auf safe gespielt. Und können das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen defensiver angehen. Aber der Gong kommt trotzdem. Sein versucht hier nochmal durch die Smoke. Hinten schiebt noch Arschhoff rein. Aber die Flashbangs sitzen gut. Kommt raus, hat er gesehen. Arschhoff zum ersten. Zum zweiten reicht's nicht. Aber Silent ist ja da. Der hilft hier wunderbar aus. Guckt nach links. Aber irgendwie schaffen's. Transit Eastwood auf die Acer drauf zu gehen. Und Reds ganz alleine guckt in die Smoke, holt sich in Erstflug Richtung CT, wird gesehen und der Flick reicht nicht. Der Flick kommt nicht. 15-5, Entek mit einem eventuell guten Momentum. Oh, mal hoffen, dass die Jungs von Entek jetzt die Jungs von Transact ein bisschen gedrosselt haben, weil die waren ja wirklich on fire. Jetzt auch, ja, resettet worden, aber... Das wird wahrscheinlich ganz schneller Wego und Demo jetzt auch ganz alleine da auf dem B-Spot. Also so möglich ist das jetzt nicht. Waren da noch ganz ruhig. Odi zwar im Kitchen, aber auf Distance. Jetzt ganz vorsichtig in der Smoke. Und der Go müsste jeden Moment kommen auf B. Aber Entek steht sehr close. Sehr close. Und da ist die Diegenschelle von Sherrigan. Was war das denn? Chebo kann jetzt den ersten, zweiten nachsetzen. Versucht nochmal sein Bestes, um da irgendwie was halten zu können. Aber der Spot ist eingenommen. Main jetzt mit seiner AWP. Die Bombe liegt. Seile kann nochmal nachlegen. Und Main verschießt. 2 gegen 3 Situation. Die Bombe ist down. Und alles liegt an Fuma. Der pusht hier Kitchen rein. Rätsel im 1 gegen 3. Kommt rum mit der Diegel. Trifft die Shots nicht. Eieiei, 15-6, Entek weiterhin. Solider B-Hold hier von Simo, hat hier zwei, fast sogar drei Kills mitgenommen. Haben aber auf jeden Fall ihren Plant rausholen können. Ist doch, glaube ich, auch das, was sie wollten. War jetzt so ein Luxus gewesen, die Runde zu holen, aber jetzt wieder eine weitere Waffenrunde. Auch Mitte, Silent, ist Mitte offen. Zumindest spielt es von Underground raus, damit erwarten sie das vielleicht auch nicht. Aber der B-Tempierer, Silent kann auch nochmal in Mitte holen. Jetzt auch gecallt worden, sie wissen, Mitte steht unten. Und Transact baut sich wieder auf für B. Sie stehen wieder mit 4 Mann vor der B-Side in B-Apps. Und da warten wieder Zemo auf kurz und Odi auf lang. Molotovs kommen raus. Ebenfalls Counter-Molotov geworfen. Springen runter, aber das Crossfire ist da. Und Odi macht die eine Shot nach der dritten nicht mehr geschafft. Aber der Schaden ist angerichtet. Reds ganz alleine holt sich den Trade gegen Silent im 1 gegen 2. Jetzt sieht er gesehen und Main ist da mit dem Shot durch das Holz. 15-7. Eine Runde knapper als die andere. Den aber durch den Plant gönnen die Jungs von Transact nochmal eine AK reinholen oder Force nochmal ein bisschen rein. Jetzt auch der Argo. Es wird nichts Langsames. Die gehen direkt durch. Fuma jetzt ganz vorne mit dran. Aschoff. Deta macht doch den ersten, aber sie können den Spot einfach einnehmen. Ohne Probleme gehen sie da jetzt rauf und stehen jetzt in einer 3 gegen 3 Situation. Können sich auch vielleicht ein paar Waffen sammeln. Aber Silent mit seiner Nade ist on point. Aber die Bombe liegt. Jetzt wird das wieder eine ganz knappe Kiste hier. Er pusht durch die Smoke. Sherrigan hat jetzt die Chance, eventuell noch irgendwas rumzureißen. Alleine. Und Audi ganz alleine. 1 gegen 2. Bombe ist gelegt. Er hat das Defuse geflasht, wieder gesehen und da ist Huma da! 16-7 für Transact. Ganz unverhofft schaffen sie es hier in 2 gegen 1 rauszuholen und dann mit einer fast perfekten Flashbang. Sehr schöne letzte Runde. Und somit gewinnt Transact Esports mit 16-7 gegen Entek. Sind somit schon fast in der Relegation drin. Müsste noch ein Spiel gewinnen. Und dann haben sie es auch fast schon gepackt.